Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen zu einem erneuten neuen Video. Diesmal etwas ganz Besonderes. Wir haben heute Nikolaus, deswegen habe ich euch einen Stiefel vollgepackt, den ich euch quasi hierüber senden möchte. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ihr seht, die Kameraqualität ist nicht dieselbe. Das versuche ich jetzt als One-Take aufzunehmen. Das heißt, ich nehme das auf und lade das einfach hoch, ohne irgendwas zu schneiden, ohne sonst irgendwas. Dafür wird es aber etwas andere Art von Technik geben. Bevor wir aber loslegen, noch das obligatorische Intro. Ja, haben wir das geschafft? Sehr gut. Ich habe nämlich heute zum Nikolaustag etwas ganz Besonderes vor. Ich möchte ein Reaction-Video aufnehmen. Und zwar kein Reaction-Video auf einen unserer Kollegen, sondern ein Reaction-Video auf eins meiner Videos. Aber ein Video, das keiner von euch kennt, außer der ein oder andere YouTube-Kollege, die Familie, Freunde, Arbeitskollegen teilweise. Es ist schon was älter, um genau zu sein, fast 10 Jahre alt. Das heißt, ich habe es, glaube ich, aufgenommen und hochgeladen am, ich weiß gar nicht, 30. oder 31.12.2012. Ja, ihr seht, das ist jetzt knapp ein Jahr alt und es zum Jubiläum, zum 10-Jährigen, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Reaction-Video da drauf an den Kanal, den ich jetzt über die letzten Jahre quasi aufgebaut habe. Denn das ist auch auf dem anderen Kanal sozusagen, auf einem anderen Kanal ist dieses Video. Das ist auch das einzige Video, was es auf diesem anderen Kanal gibt. Und das Video ist eigentlich nie so richtig erfolgreich gewesen, aber ich habe es halt, ja, wie gesagt, Freunden, Kollegen und auch YouTube-Kollegen schon gezeigt und alle finden das total witzig. Mir ist es manchmal tatsächlich stellenweise unangenehm, wenn man überlegt, was für ein Blödsinn ich damals noch gemacht habe. Wobei ich Bock auf sowas habe. Die Sache ist halt immer die, es fehlen einem die Ideen, das ist das eine. Das andere ist das Video, ihr werdet es gleich sehen, war damals ein bisschen aufwendiger und ja, es fehlt an Zeit, ne? Das war kurz bevor ich Levi damals kennengelernt habe. Da hatte ich noch Zeit, da konnte man noch sowas machen. Jetzt ist es da eben schwieriger, das ist das eine. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das andere ist, es fehlt an Ideen. Das ist genau das Gleiche wie mit Jack. Wenn ich Jack irgendwas machen lassen möchte, brauche ich Ideen dafür. Wenn ich keine Ideen habe, kann ich auch nichts machen. Manchmal kommen mir selber Ideen, aber ja, eher seltener. Ja. Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal. Wie gesagt, es wird ein Reaction-Video von einem Video, das ich, wie gesagt, vor 10 Jahren gemacht habe. Und ihr werdet gleich sehen, was das ist. Als kleiner Einstieg, es ist quasi eine Art Talksendung, die nennt sich von 12 bis Mittag. Da gibt es einen fiktiven Moderator und zwei Gäste, die eigentlich auch fiktiv sind. Zumindest haben sie fiktive Namen, aber ich glaube, man erkennt, wer es sein soll. Und man müsste eigentlich auch erkennen, wer der Moderator sein soll. Wir fangen einfach mal an. Zwischendurch halte ich das Video kurz an, werde mich dazu äußern. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Nikolaus. Viel Spaß mit meinem Geschenk an euch. Wir sind schon auf Sendung? Ernsthaft? Sag mir nicht genau was. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu Talk von 12 bis Mittag. Das ist ein neues Format, was ich jetzt präsentieren möchte. Ich möchte mit Gästen über verschiedene Themen sprechen. Sie haben richtig gehört. Ich habe Gäste bei mir. Dazu kommen wir gleich noch erst noch weiter auf das Thema meiner Sendung eingehen. Also ja, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, wen ich da quasi parodiere. Ich kann es aber auflösen, es ist Kurt Krömer. Und Kurt Krömer selber ist ja eigentlich schon eine Kunstfigur oder eine Parodie. Das heißt, ich mache im Grunde genommen da jetzt eine Parodie von einer Parodie. Ich war und bin halt immer schon Kurt Krömer-Fan. Ich mag, wie er redet. Dass er das frei raussagt. Gut, jetzt in den letzten Tagen stand er ein bisschen in der Kritik, aber ja, so ist er halt. So war er schon immer. Und ich finde es lustig. Und mir hat das damals großen Spaß gemacht. Also, die Sendung nennt sich Talk von 12 bis Mittag. Und es gibt immer verschiedene Themen, über die wir sprechen wollen. Mein Name ist Johnny Frieden. Und über das Thema, über was wir heute reden wollen, ist
Vorsätze für den Jahr 2013. Die Weihnachten haben wir gerade hinter uns gebracht. Kann also direkt losgehen. Vielleicht hat sich der eine oder andere ja schon Gedanken darüber gemacht. Ich habe heute Gäste bei mir. Zu meiner Linken haben wir den Sir Udo von Lindenhügel. Auf meiner Rechten haben wir Captain John Sparrow. Ja, cool, Johnny, dass Sie da sein dürfen. Ne? Freue mich riesig so, ne? Peace, ne? Grüße auch an die Zuschauer draußen, ne? Ja, ich habe mir die zwei Kandidaten ausgesucht, weil... Also ich glaube, die meisten von euch haben jetzt nichts anderes erwartet, als dass ein Jack dabei sein muss. Aber, und das gucken wir uns nachher nochmal genauer an, ihr habt vielleicht auch erkannt oder gesehen, dass das Kostüm damals natürlich bei weitem und auch das Make-up noch nicht so war, wie es eben jetzt aktuell ist. In 10 Jahren ist halt viel passiert. Ich habe mich genauso weiterentwickelt. Ich habe das Kostüm weiterentwickelt und das, was ihr da jetzt gesehen habt, war eben Stand 2012. So sah es eben damals auch aus. Und Sir Udo von Lindenhügel, ich glaube, da brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ganz klar, Udo Lindenberg. Und ich finde, zum Thema Silvester eine Art Talksendung rauszubringen in Form eine Sendung rauszubringen in Form einer Talkshow mit Gästen, die ja prädestiniert dafür sind, denn die Themen in dieser Sendung, ihr werdet es gleich sehen, sind natürlich die Themen, die man sonst auch immer allgegenwärtig jedes Jahr hört oder die sich Leute vornehmen. Und da passt es ganz gut, dass ich die beiden da rausgepickt habe und parodiert habe. Also ja, viel Spaß. Ich dachte, das wird ein heikles Thema, gerade in Sachen Vorsätze. Und die typischsten Vorsätze, die wir halt haben, sind Rauchen, Sport, der Job und natürlich Alkohol. Und ich glaube, da habe ich mir hier die richtigen rausgesucht. Wir wissen ja, was die beiden Kollegen so beruflich machen. Der eine, der ist der Herr Lindenhügel, nicht, ist Sänger und Entertainer. Der Herr Sparrow ist Freibeuter und Hobbysegler. Fangen wir doch mit dem ersten Thema an. Ich möchte wissen, wie sieht es aus mit dem Thema Rauchen? Herr Lindenhügel, was können Sie uns dazu sagen? Ja, also ich habe mir vorgenommen, für das neue Jahr abwechslungsreicher zu rauchen, ne? Ich immer gucken, so die anderen Marken so drauf haben, ne? Immer nur ein und dasselbe rauchen, ist ja auch langweilig. Da kann man ja mal durchprobieren, ne? Da kann man auch so ein bisschen die Welt näher kennenlernen, verstehst du? Ja, natürlich, wenn man sich das leisten kann, warum nicht eine Art Vorsatz zu begehen? Ja, Herr Sparrow, wie sieht das aus? Also bei Ihnen habe ich gehört, Sie sind ja Nichtraucher, aber das kann sich ja auch für das Jahr 2013 ändern. Vielleicht nimmt er sich ja nun vor, zu rauchen. Das geht ja auch umgekehrt. Also stimmt. Ich habe nie geraucht und ich werde auch nie rauchen. Klar soweit? Muss man abwarten, die kann man so noch nie sagen. Vielleicht passiert das vielleicht auch nicht. Kommen wir zum Thema Sport. Ich bin gespannt, wie die beiden sich sportlich betätigen. Ob sie sich überhaupt sportlich betätigen. Ich weiß ja von mir, ich bin so eine Couch-Potato. Lieber liege ich auf der Couch, als dass ich draußen irgendwo... Weiß ich, also ich betreibe dann eher so den Bettsport. Aber geht ja auch nicht um mich. Ich befrage ja hier die Gäste, ne? Herr Lindenhügel, Thema Sport. Bitte. Ja, ich bin eigentlich so, ne, voll der unsportliche Typ. Aber nächstes Jahr will ich nochmal eine Tour machen durch Deutschland. Und das ist natürlich auch ein bisschen... Ja, also das ist ja natürlich jetzt nicht das klassische Bild von Udo Lindenberg mit der Kippe in der Hand. Also in der Regel sieht man ihn ja, wenn dann mit Zigarre. Aber die hatte ich nicht, also muss eine Zigarette herhalten. Sport dabei, ne? So mal dieses Gereise und jeden Abend so auf der Bühne stehen, ne? Ist auch schon Sport, ne? Und außerdem plane ich ein Musical am Broadway, ne? Das ist so auch so, muss man auch viel reisen und so, ne? Es gehört auch viel Sport und Bewegung mit dazu. Gut, ob man das jetzt nun als Sport bezeichnen möchte, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, da kann man sich so seine eigenen Gedanken drüber machen, denke ich. Aber vielleicht hätte der Sparrow da ein bisschen mehr zu erzählen. Herr Sparrow, wie sieht es bei Ihnen in Sachen Sport aus für das neue Jahr? Haben Sie sich was vorgenommen oder wie sieht es aus? Ja, ich habe mich immer sportlich betätigt, Segelsport, Kampfsport, ich bin im Schützenverein. Und ich werde mich auch in Zukunft weiter sportlich betätigen. Ja, soweit. Ja.
Ja, das sind dann auch so Sachen, wenn man sich Gedanken darüber macht, was erzählt man da eigentlich zu dem Thema? Ich meine, es ist ja ein Ball zu werfen, noch und nöcher eigentlich im Grunde genommen, ne? Thema Sport, Captain Jack Sparrow, dann kann man das ja durchaus in Verbindung bringen mit diesem Schützenverein, also Schützensport, oder im Ruderverein. Das passt dann halt eben auch. Und das waren so, glaube ich, damals auch diese Ideen, die man hat. Also wenn man das jetzt noch ein zweites Mal so in der Form machen würde, würden mir wahrscheinlich auch die Ideen ausgehen. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich jetzt noch dazu sagen sollte, weil ja die Themen grundsätzlich ja dieselben wären. Aber ja, da war ich tatsächlich sehr kreativ, wie man sieht. Ja, warum nicht? Kann man auch. Können Sie mich ja gerne mal mitnehmen. Ne? Lieber so mal die Welt umsegeln als eine Kreuzfahrt am Mittelmeer. Ja, klar kann ich dich mitnehmen, es ist kein Problem, es ist immer genug Platz an Bord. Matrose. Karibik würde mich auch interessieren. Ne? Gib Ihnen noch die Telefonnummer von mir, können Sie sich ja gerne mal melden. Ja, ein wichtiges Thema ist natürlich für viele auch in Zukunft der Job. Ne? Also man möchte ja mal jedes Jahr erfolgreicher sein als das Jahr zuvor. Irgendwo ist natürlich auch da eine Grenze gesetzt, aber schauen wir noch mal, wie das bei Herrn Lindenjügel aussieht. Thema Job, wie sieht das aus? Geht das noch erfolgreicher? Ja, im Job geht's auf jeden Fall auch vorwärts. Ne? Ich will halt ein Best-of-Album rausbringen, ne? Also so ein Best-of vom Best-of. Ne? Also da sind all die guten Hits drauf, entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Oder ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das ist aus, vorbei und lange her. Ne, oder so hinterm Horizonte, wie auch das Musical heißt, ne? Hinterm Horizont immer weiter, zusammen sind wir stark. Ne, das sind so die Sachen, die ich so ne, vom Job her so mir fürs nächste Jahr so vornehme, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die Klamotten noch alle so habe. Also bei der Jeansjacke bin ich mir nicht sicher. Ich meine, die Weste habe ich wohl noch, der Hut bestimmt auch noch irgendwo, aber ja, das bot sich auch damals an. Oh Gott, vor 14 Jahren habe ich aufgehört mit der Animation. Ich habe 3 Jahre lang Animation gemacht vor 14 Jahren und war im Ausland unterwegs als Kinderanimateur. Und da habe ich dann irgendwann, also zum einen habe ich da den Jack Sparrow angefangen und zum anderen habe ich angefangen, Sachen zu imitieren. Unter anderem eben, wie gesagt, Kurt Krömer, Udo Lindenberg, SpongeBob und solche Sachen. Und ja, das ist quasi dann davon übrig geblieben. Und als ich das Video machen wollte, habe ich dann irgendwie im Schrank geguckt, dass irgendwas rausgekramt, wo ich mir dachte, das passt, aber passt ja auch. Ja, man kann das ja mal probieren, ne? Ob das jetzt nun eine Möglichkeit ist oder nicht, ob das einschlägt oder nicht, das ist ja immer, ne? Das sind ja die Fans, die das entscheiden. So, Thema Sport. Ja, Sparrow, ich bin ja mal gespannt, was Sie zu dem Thema zu sagen haben. Nehmen Sie sich mehr vor, wird es weniger Job, nicht Sport, unbedingt denn hängen geblieben heute. So, Sauferei. Sieht das auch das Thema Job nächstes Jahr? Haben Sie sich was vorgenommen? Kommt da noch was dazu oder lassen Sie diesmal ein bisschen ruhiger angehen? Ich habe eine Vision. Ich werde mich auf den Weg machen. Das geheimnisvolle Tor der Vergangenheit. Ah, also da sieht man es, ne, Make-up-technisch, da ist das ausbaufähig, das hat sich stark verändert. Und ihr seht auch das Outfit, die Perücke ist natürlich ein Unterschied zu der jetzt. Der Hut ist allerbilligster Karnevalsmist, sage ich mal, Kostümdreck. Genauso wie der Rest der Klamotten. Also von dem, was ich damals tatsächlich getragen und benutzt habe, ist gar nicht mehr so viel übrig. Aber ja, so hat sich das Kostüm eben auch weiterentwickelt. Die Zukunft zu ändern. Klar, soweit. Ja, aber dann bitte so, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich möchte, also da möchte ich nichts mit zu tun haben, ne? Was haben wir noch für ein Thema? Ja, Thema Alkohol ist natürlich immer ein Bombenthema, gerade wenn man sich das vornimmt für das neue Jahr. Ja? Da kann man sich am 31. hinsetzen und sagen, pass auf, wenn das neue Jahr anfängt, nehme ich mir vor, nicht mehr zu trinken.
ist natürlich blöde, wenn man sich dann am 31. Jacke zusäuft. Ja? Fragen wir doch mal den Spezialisten, Herrn Lindenhügel. Wie sieht denn aus, Trinken in Alkohol in Zukunft? Ja, ich trinke ja auch viel, ne? So ist es. Am liebsten halt Whisky, so, ne? Aber ich habe mir überlegt, ist eigentlich gar nicht so gut für mich. Und da habe ich gedacht, ne, Junge, jetzt musst du langsam mal kürzer treten, bist ja auch nicht mehr so der Jüngste. Da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht so im nächsten Jahr so weg vom Whisky und dass ich dann vielleicht mehr so Prosecco trinke, ne? Also komplette Geschmacksveränderungen. So Prosecco ist ja auch sowieso so ein Trendgetränk, so gerade auch so bei den Ladies da draußen, ne? So, ne? Also Prosecco auf jeden Fall im nächstes Jahr schön Whisky. Ja, na dann hängt man halt lieber am Glas als an der Flasche, das sieht ja auch viel schöner aus. So, S. Barrett. Thema Alkohol. Ich meine, Sie sind ja ein Fachmann, ne? Bekennender Alkoholiker. Was sagen Sie zu dem Thema? Rum. Rum. Rum machen. Rum trinken. Rumreisen. Ja. So wird es weitergehen. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist eine Antwort, die ich jetzt weniger erwartet hätte, aber eigentlich habe ich auch damit gerechnet. Ne? Lieber weiter rumtrinken. Welches Wortspiel. Ja, damit haben wir eigentlich schon die Themen durch, die wichtigsten Punkte, Vorsätze für das nächste Jahr. Ich bedanke mich natürlich bei Sir Udo von Lindenhügel und natürlich bei Captain John Sparrow. Vielen, vielen Dank, dass Sie meine Gäste heute waren. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und hier auch da draußen. Ne? Nehmt euch was vor fürs nächste Jahr. Ne? Das kann immer voll gut tun. So, ne? Danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Ich bedanke mich auch an die Zuschauer da draußen. Ich hoffe, dass jetzt die Sendung gut ankommt. Wenn sie gut ankommt, meine Freunde, macht einfach Folgendes. Ihr klickt auf Abonnieren. Ja? Muss ihr fallen. Also ihr fällt euch anklicken, ist eine tolle Sache. Und wenn ihr ein Gesprächsthema habt, ja, worüber ich mich mal mit meinen nächsten Gästen unterhalten soll, dann schreibt den einfach rein. Es kann sein, dass die beiden beim nächsten Mal wieder da sind. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass ich mir auch mal neue Gäste suche. Das wird ja sonst zu langweilig, ne, liebe Freunde. Also schreibt das in die Kommentare, hat es euch gefallen, welchen von den Jungs hier findet ihr besser und was nehmt ihr euch eigentlich vor für das Jahr 2013? Es würde mich freuen, den Kanal zu abonnieren. Also Sendung Talk. Es würde mich freuen, den Kanal zu abonnieren. Macht voll Sinn. Von 12 bis Mittag. Mein Name ist Johnny Frieden und beim nächsten Mal möchte ich, dass ihr wieder einschaltet. Also macht es gut und guten Rutsch, ne? Trinkt aus, Piraten, Joho! Tja, ich hab's geschafft. Ich hab's überstanden. Und ihr auch. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht geschockt. Ja, das ist, wie gesagt, schon 10 Jahre alt. Sieht man, glaube ich, nicht. Ja, aber ich hatte tatsächlich damals die Idee und ich hatte auch Spaß dran. Aber das ist, wie ich schon am Anfang sagte, ne, wenn man keine Ideen hat, dann kann man sowas eben schlecht umsetzen. Und das, also zum einen, es ist nie erfolgreich gewesen, weswegen es keinen zweiten Teil davon gibt. Zum anderen ist, was willst du für Themen nehmen? Du brauchst Themenvorschläge und so weiter. Also das sind immer so Sachen, das sind so einmalige Dinge. Das ist wie mit die Videos mit Jack, das ist genau das Gleiche. Das, ja, da brauchst du Ideen für. Und wenn du mal eine hast, dann setzt man das um. Dann ist dann erstmal gut. Wie gesagt, es hat mir damals großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es euch endlich mal gezeigt. Sehr schön. Dann kann ich endlich einen Haken dahinter machen. Und ja, ihr könnt ja mal, wie Johnny gerade schon gesagt hat, in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Es geht ja schon wieder Richtung Silvester. Wie gesagt, sowas würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das war kurz bevor ich Levi kennengelernt hatte. Da hatte ich auch noch Zeit für sowas. Was aber tatsächlich inzwischen wieder so ist, ist die Frisur. Die muss man nur noch mal ein bisschen strubeliger machen. Und was auch noch existiert, ist tatsächlich die Brille. Also Johnny Frieden könnte man aus der Versenkung wieder rausholen.
Jack ist ja immer mal wieder allgegenwärtig, also von dem her, man könnte durchaus ein Revival machen, aber dafür, wie gesagt, müssten erstmal Ideen her, was man da machen kann. Wie gesagt, das ist eins meiner allerersten Videos, die ich auf YouTube ever hochgeladen habe und auf einem Kanal, zu dem habe ich gar keine Zugangsdaten mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich da anmelden könnte. Ich könnte ihn noch nicht mal löschen wahrscheinlich. Und das ist auch das einzige Video, was darauf existiert. Und jetzt haben viele gesagt, das musst du nochmal hochladen auf deinem jetzigen Kanal, damit das alle mal sehen. Ja, habe ich dann jetzt auch gemacht. Und ihr dürft euch fleißig ausfummeln in den Kommentaren. Möchtet ihr mal in der Richtung wieder was sehen? Ich, wie gesagt, brauche dann aber auch Ideen. Also das heißt jetzt nicht, wenn ihr sagt, ja geil, mach das nochmal. Nee, nochmal ist nicht. Das kann man nur einmal machen und das habe ich ja schon. Das heißt, am besten gleich noch Ideen mitliefern, was man so jetzt noch machen könnte. Also dieser Johnny Frieden ist halt, wie gesagt, eine auf Kurt Krömer basierende Parodie. Und ja, wie gesagt, die Brille existiert noch und das könnte man ja durchaus nochmal in irgendeiner Form in Angriff nehmen. Aber ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ganz was anderes und auch die Art war mal was anderes. Mein erstes Reaction-Video auch. Ich hoffe, ich war nicht zu still. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich darauf immer reagieren soll. Aber ich würde am liebsten immer im Erdboden versinken. Einige Sachen sind einem dann im Nachhinein doch unangenehm, aber ich weiß eben aus Erfahrung, dass die es bis jetzt gesehen haben, das immer zelebriert und gefeiert haben und sich darüber köstlich amüsiert haben. Und ja, dann war das quasi heute mein Nikolaus-Geschenk an euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis morgen. Ciao!